Panzerjäger sind Sie. Seit 6 Monaten. Der Abiturient Michael Kirchschlager ist der Richtkanonier. Am Anfang haben wir gedacht, die Klovierkanone, damit kannst du sowieso nicht viel ausrichten. Und dann ist alles so schwer auf dem Acker, man muss so schuften, man muss sich eingraben und so weiter. Aber ich bin optimistisch. Dirk Kitzinger, der Dachklempner, wurde Ladekanonier. Ach so, ja, oh, da bin ich schon eigentlich ein bisschen stolz auf mich. Ich habe ganz schön meinen Leib, den ich mir angelebt hatte, schon ganz schön wieder reduziert, die ganze Angelegenheit. Ja, wenn ich versucht hatte zu halten. Sportliche Sehen habe ich auch verbessert. Wenn ich an meinen ersten 3000 Meter Lauf hier denke, wo ich da fast zusammengebrochen wäre noch. Der Zerspaner Fred Wobbe ist für die Munition verantwortlich. Oh, in dem Teil so. Na, schüchtern will ich sagen, aber mir fehlen die Worte praktisch dazu, um gleich was zu sagen. Der Geschützführer heißt Steffen Kurek. Er ist Agrotechniker. Am Anfang die Schwierigkeiten überall auftreten und bei jedem. Aber wir haben sich alles noch den Kopf gehen lassen, zusammengerissen. Und ich möchte sagen, wir sind zum Kollektiv gewachsen. Vor 5 Monaten hatten sie sich selbst ein Ziel gesteckt. Sie wollten beste Bedienung werden. Befehl Nummer 2185 des Kommandeurs über Auszeichnung mit dem Titel Bester. Mit dem Titel Beste Gruppe, einer Urkunde und einer finanziellen Zuwendung werden ausgezeichnet. Der Funktrupp R145, Kommandeur des Stabsführungszugs, Truppführer und Offizier Ilsitz. Die zweite Bedienung der 2. Batterie, Gruppenführer Unteroffizier Ferchau. Die 4. Bedienung der 2. Batterie, Gruppenführer Unteroffizier Kolloff. Mit dem Titel Bester Gruppenführer, einer Urkunde, einer finanziellen Zuwendung, ein ausgezeichnet. Ich dachte, packen wir. Verstehe das zwar nicht, aber wir haben besten K1, besten Kanonier, eine Bedienung, auch die besten sind wir nicht. Also für diese Type, was jetzt anfängt, wenn wir uns dieselbe Zielstellung geben. Also beste Bedienung. Im Großen und Ganzen habe ich noch Hoffnung fürs zweite Ausbildungshalbjahr. Da wollen wir das schon packen. Da passieren uns nicht so eine Fehler, oder, die uns hier unterlaufen sind. Das war eben wirklich eine Frage des Glücks gewesen, ein bisschen. Geärgert haben sie sich. Die Kenntnisse und die Fähigkeiten sind vorhanden. Bloß diese Fähigkeiten umzusetzen, während realer Handlungen, die Aufregung dort beiseite zu drängen, das ist drin. Ja, selbstverständlich versuchen wir es wieder. Wir werden es auch schaffen, in die Stadt. Doch, das ist schon gefechtsnahe Ausbildung, sonst das hat man ja nicht oft. Manchmal war es nur MTLB von vorne kommen, aber die schießen ja selbst nicht. Aber die Geräusche alleine, ja, sind doch irgendwie ein bisschen beeindruckend. Ja, und wenn ich aufgeregt geschworen habe im Laden, weil die Dinger so kurz sind, nicht so lang, gerade ein bisschen tatterisch gehabt, sonst bin ich eigentlich
ohne größere Probleme drauf weggekommen. Also hatte ich irgendwie jetzt Muffengang kriege oder so, Herzklappen. Ganz normal, ich habe mich vorher im Jahr gebrochen darüber. Also die Panzer gesehen habe, dass da jetzt ein Rohr auch auf mich zeigt, nicht bloß eine Pappscheibe. Da habe ich mir schon gedacht, doch, jetzt mit der ersten Granate treffen, das wäre schon ein bisschen besser, ja. Nee, aber Spaß beiseite. Man muss beim ersten Schuss treffen, denn wenn ein richtiger Panzer kommt. Also beim zweiten, alles zu düster. Das Geschoss ging rechts etwas vorbei. Gedanken, die sie weiterführten. Ihre Leistungen zu messen an den Erlebnissen sowjetischer Panzerjäger im großen Vaterländischen Krieg. Und Pivnitsch wartete schon wieder auf ein neues Ziel. Eine Selbstfahrerfette mit schmutzig grünem Tarnanstrich. Unser Panzerangriff, da hat man gewusst, da kann nichts passieren. Ich meine, da jetzt in dem Buch oder in Krieg war es so, man hätte einen Stamm mit dem geschützt, aber man wusste nicht, ob man da überhaupt wieder wegkommt. Man wusste, man muss man jetzt erstmal seine eigene Angst vor dem, was kommt, erstmal überwinden. Und dennoch die Kapitelschaft besitzen, noch zu schießen und die Befehle konkret auszuführen. Da entscheiden Sekunden und da ist so ein Training wichtig für. Wie hat auch in dem Buch noch drin steht, die anderen, dass sie gerade auch in den Fechtspausen Ausbildung machen, also und ihr Richttraining all drum dran hat schon seinen Zweck. Ich meine, wir haben zwar den Panzerangriff jetzt selber miterleben können, ich meine, das war, da haben praktisch nur die Einschüsse gefehlt jetzt, ja, also. Ja, sicherlich, wenn es jetzt wirklich darauf ankommen würde, dann würde jeder sein Bestes geben, ja. Denn jeder hat irgendwie Freunde zu Hause, Freundin, Frau, Kinder, Familie und so weiter. Ich glaube, wir würden da genauso auch kämpfen wie die auch. Wo ist dieser Krach hier? Kids, alter Hirte. Hans, ich hätte auch gerne genommen. Ne? Lieber Dank. Danke. Für den zukünftigen Hausstand zur besseren Verwendung beim Ehekraft. Besten Dank. Ja. Cool, das hat mich vorhin. Ja, immer den Herrn, erst die Herrlichkeit. Ein junger Alter, oder? Dann kommt mal rein. Noch mal mehr, oder? Dreifaches! Hoch, frei! Hoch, frei! Hoch, frei! Und dass man weiter viel Glück im Leben und im Leben hat. Herzlichen Glückwunsch. Ich frage Sie, Herr Hans-Georg Winter, sind Sie gewillt, die Ehe mit Fräulein Helene Maria Maritta Wolter einzugehen? Ja. Nun frage ich Sie, Fräulein Helene Maria Maritta Wolter. Ja. Oh, das war nicht besser, das soll nicht sein. Ihr Platz ist links neben der Kanone. Sie haben noch die Aufgabe, die Bedingungen anzuleiten, das Zyklogramm durchzusetzen und nicht selber das Zyklogramm abzuarbeiten. Sie haben lediglich die Aufgabe, die Kontrollfunktion zu erfüllen, aber nicht der K5 zu sein und die meisten Arbeiten zu machen. Das kann nicht sein. Beim Stellungswechsel haben Sie genauso die anzuleitende Bedienung wie im ersten Dienstag. Im zweiten Dienstag ja sagen zu lassen, jetzt muss ich hier mit ranklötzen. Die Genossen sind erstmal von Voraussetzungen her, jeder für sich, sehr gut. Ja, der Genosse Kirchschlager hat gute Veranlagung, körperlich als geistig, der Soldat Wobbe und auch der Soldat Kitzinger. Aber das Problem besteht jetzt darin, aus den drei Mann dort eine Bedienung draus zu machen. Kisten runter und Gramm. Die Holme haben wir schon gespreizt.
Ihr könnt so bei, wo wir die Spitzhacke arbeiten. Das ist scheiß krass. Naja, vier Löcher darf man natürlich nicht mehr buddeln, ne? Nee, nicht normal. Das kannst du vergessen. Wir müssen gleich, wenn Stellungswechsel kommt, müssen wir die Dinger gleich rumnehmen. Wenn wir Wunder zum Feuer und Halt kriegen, dass wir, wenn wir die spreizen, dass die Dinger gleich rinrutschen. Das muss gemacht werden. Das ist doch überhaupt nicht. Sonst machst du dich da tot. Dann hebst du die Kanone Wille aus und zack sind die Zeiten Wille nicht drin. Und was ist? Das Problem ist in der Bedienung, dass keiner von Soldaten da ist, der die eigentlich führende Rolle spielt. Auch der Sarg Kirschler ist noch nicht so, dass er jetzt der dominierende Mann von der Bedienung wäre. Was in der Bedienung an und für sich noch fehlt, ist, dass er während der Gefechtsausbildung Gleichmaß bewahrt. Die einzelnen Soldaten arbeiten, bemühen sich, ihre Aufgaben zu erfüllen, arbeiten auch hart an sich selber, aber das Rundwerden, dieses Synchronlaufen der Bedienung, das fehlt bei der Bedienung auch. Aber kein Uralradkäste. Das zur Bedienung, außer Acht gelassen haben wir das nicht. Und wir kämpfen auch weiterhin dafür. Wir geben unser Bestes und strengen uns weiterhin an. Das wird es schaffen. Wir werden richtig trainieren und so weiter. Und die letzte Übung hier, unsere Zulassung, die hat gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind. Persönlicher Beitrag. Leute besser anleiten und mehr aufzuklären, warum gerade die Handlung in dem Moment und das in dem Moment und so, damit sie das auch richtig begreifen, wozu das gut ist und damit sie da auch mit vollem Einsatz rangehen. Keiner hat gezählt, wie oft es in diesem Sommer für sie Laden, Richten, Feuer hieß. So rasch wie möglich feuerbereit, so sicher wie möglich treffen. Das Gefecht entscheidende Sekunden sind zu gewinnen. Das ist ihr soldatisches Ziel, ihr Klassenauftrag. Da bleibt kaum Zeit für anderes. Falco. Feueröffnung, 1000 Meter. Entfernung bestimmen. 18, 22, melden Sie mir, wenn Sie feuerbereit sind. Das ist
Nachbar, schau auf die Schussbahn, wenn die Kanone schräg steht oder so. Warum? Warum? Der steht nicht schräg. Das Fahrwerk ist da ausgebogen. Das Fahrwerk ist da verriegelt. Was soll denn da sich beim Nachbar machen? Da macht sie nicht mehr Nachbar. Nee, weil man bei Maschinenpistole, wenn man nach Verkante, dann. Das kann man biegen. So, und dann ruhig, so wie gestern. Genau so. 10, 8, weg. Okay. Spaten verpacken. Ordnung herstellen. Handtaube weg. Ja, hab Vertrauen in Messer 1. Also bis jetzt kann ich vertrauen. Ja. Warum? Warum? Ich meine, erst mit einer der besten K1, würde ich sagen, von unserer Batterie. Ich muss jetzt mal jetzt mal ein bisschen anmachen, weil ich immer so porös macht vorher. Und aufgeregt ist wie so ein Gamser. Weil ich immer sage, Mensch, bleib ruhig, das ist nicht erstmal das Schieß. Dann sitzt du auf dem Höhen, dann macht er erstmal hoch und dann guckt ihr rein. Und wenn er dann durchguckt, in dem Moment, da vergisst du, glaube ich, überhaupt, dass wir da sind. Und dann sieht er bloß die olle Pappscheibe und dann jagt er los und dann ist es vorbei. Meistens. Die Scheibe ist weg, denn zumindest. Und das ist ein totales Vertrauen. Sag mal, gewisser, der trifft, der reicht mir. Das ist eine unheimliche psychische und physische Anspannung. Erstmal muss man da richtig dahinter stehen und drehen, dass man auch wirklich mitkommt. Und dann die ganzen Entfernungen, jeder schreit eine andere Entfernung durch, der eine ruft Feuer, dann war es am Nebengeschütz, aber das hört man nicht. Wenn man direkt an der Kanone dran steht und man guckt durch die Optik, dann sieht man nur die zwei Panzerscheiben. Und dann, wenn von Kurik Feuer kommt, und dann muss ich abdrücken in dem Moment. Das kann sich aber auch ein paar Sekunden verschieben, je nachdem, ob die Scheibe richtig aus dem Tal raus ist oder sowas. Und bis jetzt zur Übung haben wir eigentlich immer getroffen, möchte ich sagen. Also unsere Kanone hat sich da bewährt, unsere Bedienung. Jetzt bei unserer Bedienung bleibe ich jetzt, der gar ziemlich ein Hitzkopf ist, wenn man sagt, oder fährt schneller als halt, ja. Weil das schlägt sich zwar denn, ja, aber das ist der Einzige, der immer ausflippt, wenn man da, ne? Und sonst, Michael, ja, der ist eigentlich nervös, wa? Nervös ein bisschen, aber sonst. Ja, viel zu nervös, wird abgebaut noch. Ja. Und du selber? Ich selber würde sagen, ja, eigentlich ein ruhiger Typ, also. Auch kaum mit. Dann bin ich mal mit Sauer, wenn er gut. Vielleicht ein bisschen langsam. Nee, das kann ich nicht sagen. Wenn ich langsam bin. Nur an Leistungen von gestern messen, sondern vor allem am Waffenbruder von heute. Daher gehören solche Begegnungen zu ihrem Alltag, markieren solche Treffen ihren Weg. Wenn dann neben dem Verstand vor allem das Herz spricht, kann man ihnen verübeln, dass sie für Selbstverständliches keine großen Worte brauchen? Gut, na tschok jetzt, ne? Na tschok. Ja, danke. Die zwei noch. Sauna nehmen. Reicht das? Okay, reicht. Bitte. Hält jetzt.
Und wir kommen auf Satz 10. Ты командуешь по-русски. Прицел 10. Фильм это? Да. Один заряжи. Заряжи. Заряд взять. Да. Один снаряд зарядить. Ein Schuss. Ein Schuss. Laden. Заряжат. Заряжат. Один выстрел. Он будет командовать. Фильм. Фильм это. В центр цели? В центр цели, да. Ein Schuss, Laden. Ты по-русски командуешь. Один. Auf Panzer! Hohe Aufspieler, Granatpatrouille! Keine WK auf Satz 10! Ziemel anrichten! Einschuss laden! Feuer! Nimania, Wistrill! Ziel! Feuerverleger auf linken Panzer! All choose that guns if sort of Feuer! Anfangszeit, muss ich sagen, war ziemlich schwer eigentlich. Es fing schon allein jetzt beim Einkaufen gehen an. Meine Außenheit Tochter, die fehlt natürlich. Kriegt nicht so richtig mit, wie die aufwächst und jetzt vor allen Dingen mit Sprechen und so alles. Ja, Papi ist ja nicht da. Naja, und wenn er denn einen Tag geblieben ist, da zählt man dann schon, naja, morgen noch und übermorgen noch. Und dann muss er wieder los. Das ist, ja wie gesagt, einen Tag vorher, bevor er kommt, ist die Freude eigentlich am größten. Und wie ist das, wenn er wegfährt? Da muss ich mir eigentlich immer das Wein verkneifen. Warum eigentlich verkneifen? Weiß nicht. Vielleicht schäme ich mich, dass ich ihm das zeige oder so. Na gut, der Abschied wird eben ein bisschen traurig. Weil die ersten Abschiede, die waren eben ziemlich schlimm. Auch jetzt, letzte Zeit geht's. Das Schönste ist einmal das Wiedersehen, ne? Das war meine Tochter, wie die immer reagiert. Kriegen Sie mal was zu fressen? Was? Ja? Ja. Siehst du? Willst du auch mal ein Gras hingehen? Hm? Willst du fressen gehen, den Pferden? Hm? Willst du mal? Hm. Hm? Machst du keine Angst? Doch, das hilft eigentlich. Na, dass er seinen Dienst da bei der Armee absolvieren muss, dass es für einen Frieden ist. Ja, denn solange wie noch gerüstet wird, werden wir davon sicherlich nicht absehen können, dass die Männer zur Armee müssen. Treffen beim Gefechtsschießen. Das allein genügt nicht. Nur gemeinsam mit anderen können sie im Gefecht erfolgreich bestehen.
Das trainieren und das gegenseitige Vertrauen stärken. Auch so haben sie die Aufgabe verstanden. Den Frieden zu erhalten. Zu verhindern, dass die Waffen sprechen. Anheben! Sturmtrupp 2 greift an, über weißes Gebäude in Richtung braunes Gebäude. Der Pack unterstützt die Sturmtrupps mit jeweils einem Geschütz entlang Hauptstraße in Richtung Turnhalle. So. Zu viel. Eins fertig! Eins Feuer! Feuer! Das war das erste Mal und da für uns recht ordentlich da zögerlich, möchte ich sagen. Nur ja, die Truppe, ich meine, in dem Buch, die wird schon anders steht und dürfen, wird sie sich da schon rumgeschlagen haben mit dem Gegner, die hatten da ihre Erfahrung. Die wussten, wie die uns zu verhalten haben. Und wir vielleicht bei ganz einigen noch zu große Schaltpausen hatten. Und ob wir genauso wie die von den Schützen weg wollten, da kann ich wohl nicht sagen. Ich glaube, ich habe mich erstmal bei so was für Angst in die Hose geschissen. Aber ich fest bereit, mich die Sachen verschonen. Zumindest auf den Acker. Was der Häuserkampf anbetrifft, da hätten wir auch die Erfahrung erst sammeln müssen. Und man müsste das alles noch mehr ausbauen, mehr, vielleicht mehr üben, trainieren. Das ist eben wirklich perfekt sitzt alles. Ja. Auswertung und Würdigung der gezeigten Leistung werden ausgezeichnet. Mit dem Titel Beste Gruppe, einer Urkunde und einer Geldprämie. Die erste Bedienung der dritten Batterie, Gruppenführer und Offizier Platenau. Die zweite Bedienung der dritten Batterie, Gruppenführer und Offizier Kurek. In Deutschen Demokratischen Republik. Entschuldigung. Unsere Schwächen haben wir abgebaut. Und dass wir beste Bedienung geworden sind, das zeige ich doch deshalb. Also, dass wir heute Leute haben in der Bedienung, das zeigt, dass Dirk hier vorzeitig Freiter geworden ist. Und hat es eher einen Beitrag von uns, unsere Bedienung, genau wie die anderen, einen Beitrag zu leisten, nehmt, um die Kampfkraft zu stärken und auch den Frieden dadurch eben zu schützen. Obwohl wir eh so ein kleines Pünktchen sind in dem ganzen großen Fleck. Ich meine, umso länger man zusammenarbeitet, umso mehr festigt sich das Kollektiv. Das Vertrauen untereinander wird besser und jeder stellt sich auf den anderen ein und wir machen weiter. Das letzte halbe Jahr wird man voll durchgezogen, wie wir es bis jetzt auch geschafft haben.